Wir sehnen uns nach einer Liebe, die ewig lehrt. Liebe hat die Macht, selbst Gott völlig hilflos zu machen. Auch Gott bedarf der Liebe. Der allmächtige Gott wird unwillkürlich lächeln, wenn ihm der Duft der Liebe von Menschen entgegenweht. Auch Gott liebt Liebesgeschichten. Und wie viel mehr Freude wird es ihm bereiten, wenn Liebe tatsächlich praktiziert wird. Jedes Organ unseres Körpers wurde für die Liebe geschaffen. Unsere Augen wurden offensichtlich geschaffen, um etwas zu sehen. Aber um was zu sehen? Sie wurden geschaffen, um nach der Liebe Ausschau zu halten, die das gemeinsame Thema aller Existenz ist. Unsere Nase wurde gemacht, um zu riechen, aber insbesondere um den Duft der Liebe wahrzunehmen. Der Klang unter allen Klängen, die wir hören, dessen wir niemals überflüssig werden und den wir nicht oft genug hören können, ist der Klang der Worte "Ich liebe dich". Das trifft für Senioren in gleicher Weise zu wie für Jugendliche. Liebe ist das, was imstande ist, alle Wesen in den Status gegenseitiger Anziehung zu versetzen. Das wollte ich zur Einleitung lesen, weil auch das Buch von Josef und sein Thema Prinzipien wahrer Liebe und Sexualität ist und weil wir wissen, wie dringend es heute in unserer heutigen Gesellschaft notwendig ist, die wahre Liebe zu definieren, natürlich zu praktizieren, aber auch zu formulieren, was es ist und wie wahre Liebe wirklich funktioniert. Noch zu Beginn bitten wir die Gabi, dass sie noch ein Gebet spricht. Ich hoffe, der Josef hat dich gebeten. Nee. Aber dann ist es spontan. So, herzlichen Dank. Ich werde mir niedersetzen, wenn das für euch okay ist. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, vor allem also auch danke für die Unterstützung, speziell von der Elisabeth. Dieses Buch also ist zueinander gekommen, weil ich es aber darüber werde ich etwas später mehr erzählen, weil ich es irgendwo fast schreiben musste. Ja. Aber ich möchte da heute im ersten Teil ein paar Auszüge auch aus dem Buch vorlesen und kommentieren. Dann in einem zweiten Teil so möchte ich gerne also auch ein bisschen auf meine, wie das Ganze entstanden ist, über mein Leben und Denken versuchen, ein bisschen was zu vermitteln. Und dann im dritten Teil kommt auch die Lilly zu Wort, wie sie das von ihrer Seite erlebt hat, weil sie ist also schließlich auch ein wichtiger Teil in dem Ganzen. Also vorab nochmal herzlichen Dank für euer Kommen. Ich habe, bevor ich ein paar Aufzüge lese, ein paar Vorbemerkungen, die wichtig sind, gleich zu, wenn man dieses Buch liest und durcharbeitet, zu verstehen. Das erste ist eines, was mir bewusst geworden ist, gerade in dieser Zeit, wo ich es wirklich zu Papier gebracht habe, das Buch, ist, wie vieles, also wenn ich nicht so sagen, wenn ihr wirklich die ganze Entstehung und die Dynamik, die Entwicklung beim Sündenfall verstehen wollt, braucht ihr nur Sexualpädagogik. Also das, was heute gelehrt wird, braucht ihr nur studieren. Da kann man mitbekommen, in welcher Weise sich das Ganze entsteht. Das eine wichtige Punkt zu verstehen ist, ich bin drauf gekommen, dass es gibt eine wahnsinnige Begriffsverwirrung heute. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man in vielerlei Hinsicht, also wenn man über Liebe redet,
Ethik die Rede ist, so meint man nicht, also man spricht nicht von Ethik und nicht davon, was richtig und falsch oder gut und böse ist, sondern über Ethik. Was jeder selber im Sinne des Pluralismus, was jeder selber sozusagen damit verbindet, seine individualistische Sicht. Genau dasselbe ist zum Beispiel, weil in der Sexualität ist zum Beispiel dass der Begriff Gesundheit und Rechte. Ich bin draufgekommen, das beschreibe ich da drinnen, also auch, wenn ihr in der Öffentlichkeit wenn da von sexueller Gesundheit die Rede ist, so ist damit nicht Gesundheit, nicht meine Gesundheit gemeint. Es ist damit im Prinzip nur gemeint, dass ich selber bestimmen kann, dass ich selber tun kann, was ich will. Ohne Konsequenz. Weil die Konsequenzen, das sollte man sich anders machen. Also hier, oder zum Beispiel genauso auch das Thema Liebe, wenn man allgemein sagt, ja, die meisten meiner werden, ich liebe mich im Prinzip, ja, weil da geht es nicht um den anderen, sondern da geht es oft nur um die eigenen Bedürfnisse. Und diese Begriffsformierung ist so eklatant. Und aufgrund, weil man eben nur über die verschiedensten Aspekte redet, kommen eben zum Beispiel in der ganzen Pädagogik, in der ganzen Sexualpädagogik, kommen Charaktereigenschaften, die wir uns immer wieder neu aneignen müssen oder auch Tugenden, kommen nicht vor. Die gibt es nicht. Ein Begriff wie Ehrlichkeit oder solche Dinge gibt es nicht. Das findest du nicht in der Sexualpädagogik. Ich möchte jetzt also ein paar Aspekte rauslesen lesen. Und zwar das erste ist gleich eine wichtige Erkenntnis, zu der ich eigentlich relativ zum Schluss des Schreibens gekommen ist. Und hier geht es also um die Wahrheit und die Lüge der Sexualpädagogik. Die Sexualpädagogik der Vielfalt und das Unterrichtsprinzip der Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern sind eine komplizierte Erscheinung, die man nicht einfach bejahen oder verneinen kann. Wahrheit und Lüge sind in ihnen in einer unheimlichen Weise vermengt. Vage, verwirrende Vorstellungen und Träume von einer von allen Konventionen befreiten Sexualität bilden die Grundlage der Sexualpädagogik. Zudem ist die Einstellung der Menschen zur Sexualität und Sexualpädagogik mehr durch emotionale als durch intellektuelle und rationale Gründe bestimmt. Viele Protagonisten der Sexualpädagogik und der LGBTIQ-Community träumen von Ekstase und vom Gipfel der Lust. Und für die Sexualpädagogen ist dieses Lusterleben das oberste Ziel. Also auch, es ist wirklich das oberste Ziel, was hier auch klar zum Ausdruck kommt, was in den ganzen Materialien zum Ausdruck kommt. Die Botschaften der Sexualpädagogik der Vielfalt von sexueller Freiheit und Freizügigkeit wirken für viele als eine Befreiung von den Zwängen der bürgerlichen Familie. Sex ist das Gute nach dem Motto, erlaubt ist, was Spaß macht. Fragt man aber, was bedeutet Familie und was bedeuten Eltern für dich, bekommt man zur Antwort, das ist mein zerbrochenes Leben, ein Verhängnis, ein Unglück. Vielen von ihnen ruft das Wort Vater, Mutter bereits heftige Gefühlsreaktionen in Hoffnung. Für bürgerliche, konservative und christliche Kreise stehen die Gender-
Kinder. Vorstellungen hingegen für eine Auflösung moralisch-ethischer Standards und einen Verlust der Moral. Und dann kommen, glaube ich, eines der für mich wesentlichsten Erkenntnisse, die mir wirklich bewusst geworden sind, auch beim Lesen der, von Berdjajew. Wahrheit und Lüge des Kommunismus. Weil die Wahrheit und Lüge steckt da mittendrin. Heute redet man nicht mehr von Marxismus, aber die Wahrheit und Lüge steckt da mittendrin. Ja. Und ich habe dann herausgefunden, dass die erste Wahrheit ist eine negative Wahrheit. Sie besteht in der Kritik aller Lügen, Verfehlungen und Doppelmoral in kirchlichen Institutionen und der Kritik des sexuellen Missbrauchs im Klerus. Und er mich speziell ersetzt, dass er doch mehr beschäftigt damit. Und ich glaube, das ist der Umgang damit ist von Seiten der Kirche, von Seiten des Klerus, ist extrem schwierig. Also, und sie können damit auch für sich wirklich nicht umgehen. In den Gender-Ideen und der Sozialpädagogik liegt auch eine positive Wahrheit. Und ich glaube, diese positive Wahrheit muss man auch anerkennen. Sie besteht in dem Bemühen, das wirtschaftliche Leben der Gesellschaft zu regulieren, zu organisieren. Das heißt, man hört immer wieder, Frauen und Männer müssen auf dem gesamten Lebensweg die gleichen Chancen erhalten, persönlich, beruflich und familiär. Natürlich, das ist klar. Eine weitere Wahrheit der Gender-Theorien ist, dass Mann und Frau im Wert und Würde gleich sind. Es darf daher keine Auswertung des Menschen durch andere geben. Das Leben der Menschen darf nicht mehr dem Spiel wirtschaftlicher Kräfte und individualistischer Interessen unterworfen werden. Allerdings, und das muss man hier hinzufügen, die Beziehung Mann-Frau wird allerdings als Konkurrenz und als Machtverhältnis betrachtet und nicht als eine ergänzende Beziehung. Das ist hier bereits ein wesentlicher Knackpunkt. Aber als der vierte Punkt ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir auch verstehen müssen. Und darauf gehe ich dann jetzt eigentlich sehr detailliert ein. Und zwar die Lüge der Gender-Theorien ist aber gewaltiger als alle ihre Wahrheiten. Sie entstellt und verzerrt die Wahrheit. Die Lüge ist, dass der Mensch nur ein biopsychosoziales Wesen, das heißt ein höher entwickeltes Tier- und Triebwesen ist. Und es wird wirklich als biopsychosoziales Wesen definiert. Das heißt, die Lüge besteht in der Leugnung des menschlichen Geistes und des menschlichen Bewusstseins. Damit verbunden ist die Leugnung der menschlichen Verantwortung. Wir sind auch nach Freud, das sind reine Triebwesen. Die ganzen Triebtheorien von Freud, die sind ja sehr, sehr schwierig zu lesen. Die braucht man wirklich einen guten Magen. Und dadurch, und das ist wesentlich auch zu verstehen, dadurch wird dem Menschen die Möglichkeit und Chance genommen, sein Leben in Übereinstimmung mit seinem Gewissen und seiner ursprünglichen Natur kreativ zu gestalten und auch zu verändern. Wieso kämpfen zum Beispiel jetzt bei dieser ganzen Transgender-Geschichte die Botschaft an viele, auch junge Menschen, die in ihrer Identität zutiefst
These von Seiten der Sexualpädagogik ist die, du bist so, das ist völlig okay, du brauchst dich nicht verändern, ja, du darfst dich nicht verändern, weil du, darin bist du glücklich, das ist die Botschaft. Ja. Das heißt, in anderen Worten, mit einem Wort liegt die Lüge der Gender darin, in der Lüge der Gottlosigkeit und deren Beharren auf der atheistisch-materialistischen Evolutionstheorie. Aber die Leugnung Gottes führt zur Leugnung der Ebenbildlichkeit des Menschen, seiner spirituellen Natur, der Leugnung der schöpferischen Kräfte im Menschen. Das heißt, sie reduziert den Menschen nur auf die Ebene eines Tieres und eines reinen Triebwesens. Und die Leugnung des Ursprungs des Lebens führt immer zur Schaffung von Götzen. Und ich habe es dann so formuliert, die Sexualpädagogen fördern den Götzen Sex und verlangen Toleranz und Akzeptanz für ein Götzen. Da kann man dann noch weiter lesen, was da gemeint ist. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der mir bewusst worden ist, es ist ja sehr, sehr viel von der Selbstbestimmung, auch der sexuellen Selbstbestimmung. Und da schreibe ich dann, die Wörter Selbstbestimmung und Menschenwürde haben in unserer demokratischen Gesellschaft ihre eigentliche Bedeutung verloren. Die Selbstbestimmung wurde zu einem Mittel der Selbstinszenierung und der neuen Selbstbestimmung. Und dann ist mir etwas Interessantes bewusst geworden, was ich als Argument, glaube ich, sehr gelungen und erfinde. Zum Beispiel, der Philosoph Immanuel Kant geht davon aus, das ist sein Denken, dass der Mensch ein Zweck an sich ist. Er sagt, der Mensch ist ein Zweck an sich. Und demnach nicht einem ihm fremden Zweck unterworfen werden darf. Was heißt das? Das heißt, die Menschenwürde wird verletzt, wenn ein Mensch einen anderen bloß als Mittel für seine eigenen Zwecke benutzt. Wenn ich jemanden für meine eigenen Zwecke benutze, dann ist es im Prinzip eine Verletzung der Menschenwürde. In der Sexualpädagogik allerdings wird Sexualität als ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeit verstanden und somit als universelles Menschenrecht betrachtet. Und so wird es auch definiert, gehören insbesondere das Recht auf Information, das Recht auf Lust, auf Selbstbewusstsein und Individualität. Ich meine, wenn man einfach darüber nachdenkt, ist das schon völlig ein Missverständnis von der menschlichen Natur, dass wir ein Recht auf Selbstbewusstsein haben. Und wir müssen selbstbewusst sein. Natürlich muss ich selbstbewusst sein, aber was soll das Recht auf Selbstbewusstsein oder auf Individualität? Wir sind Individuen. Was heißt das Ganze? Die Sexualpädagogik hat das Lustprinzip zum obersten Prinzip erklärt und genau das getan, wovor Immanuel Kant warnt. Nämlich die Sexualität als Mittel für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Wurde früher Egoismus und Selbstsucht als Problem betrachtet, so haben die Sozialwissenschaften und die Sexualpädagogik in unserer Zeit das Selbst umfunktioniert, als Mittel zum Zweck erkoren und zur Tugend erklärt. Dann kommt ein ganz
wesentlicher Teil, aber da werde ich nur, kurz darauf eingehen. Und zwar habe ich mir die Materialien sehr genau durchgeschaut, die in unseren Schulen, angeboten werden. Und die auch vom Unterrichtsministerium herausgegeben wurden. Und die heißen, also die aktuellen Materialien heißen ganz schön im Team. Und ich habe das geschrieben in der ganz schön im Team. Ganz schön im Team, was doch. Ganz, wie heißt es? Ganz schön im Team. Ganz schön im Team. Ja. Und ich beschreibe hier, warum die Sexualpädagogik Kinder zu oberflächlichem Sex animiert und zu sexueller Lüge verleitet. Und man muss sich das einmal geben. Die Unterrichtsmaterialien ganz schön im Team sprechen über Sex. Das heißt, die Überschrift heißt Sprechen über Sexualität. Die beginnen mit dem Satz. Und jetzt müsste ich das mal wirklich darüber reflektieren. Sexualität ist eine Lebensenergie, die alle von Geburt an begleitet, belustigt, beschäftigt und speist. Der Wunsch nach Zärtlichkeit, Wohlbefinden, Erregung und Befriedigung, nach Wissen und körperlich-seelischen Vorgängen und Befindlichkeiten setzt nicht erst mit dem so und so vielen Erlebensjahr ein, sondern ist in unterschiedlichen Ausprägungen immer da, wo Babys, Kinder oder Erwachsene sind. So, das steht am Anfang drinnen. Da sind noch einige ziemlich starke Behauptungen drinnen. Das heißt, die Sexualpädagogen sprechen als ein Grundbedürfnis. Eben das geht schon zurück auf den Gedanken von Freud, wir sind ein sexuelles Triebwesen. Das heißt, ich bin für meinen Trieb verantwortlich, so bin ich eben. Ja. Und wozu führt es? Ich führe dann 10 Gründe an, warum die Unterrichtsmaterialien ganz schön im Team eher eine Anleitung zur sexuellen Verführung sind, als ein Handbuch zur Prävention von sexuellen Übergriffen. Und das Erste, das ist für mich das eigentlich, wie man das bewusst war, das Wichtigste. Und ich glaube, das müssen wir selber verstehen und auch so immer wieder kommunizieren, weil die sexuelle Pädagogik vermittelt falsche Botschaften. Wie gesagt, ich habe das schon vorgelesen in der Einleitung, heißt es, Sexualität ist eine Lebensenergie und so weiter. Der Sexualpädagogik Uwe Sielert, der Autor vom Buch Lisa und Ja, der Sielert ist ein deutscher Sexualpädagoge, der maßgeblich mitgearbeitet hat, das anhand an den ganzen Materialien. Und der versteht Sexualität als eine Lust- und Energiequelle, die von Geburt an gefördert und stimuliert werden soll. Und er sagt dann, Wissensvermittlung, die nicht an Erfahrung anknüpfen kann, bleibt unverständlich. So müssen Mädchen etwas bewusster und öfter ermuntert werden, sich die Glitterer zu streichen, um sich selbst Lust machen zu können. Und er fordert, dass Kinder in dazu vorgesehenen stimulierenden Räumlichkeiten zu frühkindlicher Masturbation angeregt werden und unaufgeregt, unter Anführungszeichen, mit Plüschpenissen und Plüschvagina spielen und üben sollen.
Was vermittelt das den Kindern? Das ist die klare Botschaft, dass mein Körper und auch die Sexualorgane, die sind reine Spielzeug. Ich kann damit tun, was ich will. Das heißt, ein Respekt und eine Wertschätzung des Lebens und damit auch verbunden die Verantwortung und die Pflicht, dass wir lernen müssen, uns um unsere Gesundheit und auch eine gesunde sexuelle Lebensweise zu praktizieren, wird ganz bewusst negiert. Und der zweite Punkt, das möchte ich nur kurz eingehen, er verharmlost Pornografie und pervertierte Sex. Da gibt es unzählige Beispiele, wie wenn zum Beispiel Pornografie wieder rein ist als Erwachsenensexualität dargestellt. Jede sexuelle Pädagogin sagt dir, ja, wenn man anspricht, na, was mit Pornografie, ja, das ist für Kinder ist das schädlich, weil sie sind noch zu jung. Das ist Erwachsenensexualität. Und natürlich, da ist alles in Ordnung. Ich gehe dann auch darauf ein, dass in den ganzen, weil da gibt es auch ein ganzes Kapitel oder eine ganze Übungseinheit, die nennt sich Liebe. Was ist Liebe? Aber im Grunde genommen fördert dieses Verständnis von Liebe, fördert reinen Narzissmus. Es erhöht auch erheblich die Verletzlichkeit und Abhängigkeit des Kindes. Es verwischt bewusst die Schamgrenzen. Es ist eine ganz bewusste Methode der sexuellen Verunsicherung. Da wird in den Materialien schon, also werden die Pädagogen dazu angeregt, die Kinder wird gesagt, ja, fühlst du dich wirklich als Bub, also du hast ja auch ganz andere Qualitäten, also du spielst ja gerne mit Puppen oder das und das, du hast ja gerne andere Qualitäten. Hier wird ganz bewusst die Kinder schon verunsichert. Ja, und das wird in den ganzen Materialien wirklich schon so gebracht ist auch. Ne? Es zerstört die Identität des Kindes. Und was ein sehr, sehr gezieltes und ernsthaftes Problem ist für mich, es zerstört die natürliche Bindung der Kinder zu den Eltern. Weil da gibt es in diesen Übungen, und ich könnte jetzt das eine Reihe davon aufzählen, irgendwo immer wieder die subtile Botschaft in diesem Kind, in diesen Beispielen, die Kinder dann machen sollen, wo hervorkommt, wo die Kinder irgendwo angeregt werden, um sich selber zu fragen, ja, kann ich, meinen Eltern kann ich auch für sich nicht vertrauen. Also die sagen zwar eines, also tun etwas anderes und so weiter. Dieses bewusste Schüren von Misstrauen, das ist ein wesentlicher Aspekt. Ja. Und es fördert auch es fördert förmlich den sexuellen Missbrauch. Und ich betone das, es fördert ihn. Da könnte ich jetzt auch also mehrere Beispiele bringen. Ich gehe dann detaillierter auf die sogenannten WHO-Standards zur Sexualerziehung ein. Und da gibt es eine genaue Aufstellung zusammen.
was jedes Kind von 0 bis 4, von 4 bis, von 4 bis, von 4 bis 6, von 6 bis 9, von 9 bis 12 und von 12 bis 15 können soll. Aber das könnte dann selber sein. Das ist eine spannende Frage ist auch, dann auch, was wir, glaube ich, verstehen müssen, die fünf Mythen der Sexualpädagogik. Der erste Mythos ist, dass ihm davon ausgegangen wird, Sex ist ein Bedürfnis. Ja, wenn Sex ein Bedürfnis ist, so wie Essen, ja, dann hat es Konsequenzen, weil natürlich, wenn ich dann sozusagen ein sexuelles Bedürfnis habe, ja, dann habe ich dann auch das Recht, das auszuleben, ganz egal mit wem. Also, ich meine, das ist zum ersten Teil des Buches. Im Laufe des Schreibens ist mir dann ein etwas ganz, ganz Wichtiges bewusst geworden, und darauf gehe ich dann im zweiten Teil ein, und zwar über die christliche Sexualmoral auf dem Prüfstand. Na, dazu könnte man sicherlich noch viel, viel mehr schreiben, da wäre es notwendig, noch viel, viel mehr zu schreiben, darauf einzugehen. Also, ich nenne das hier grundsätzlich die christliche Sexualmoral. Meistens ist natürlich das katholische Verständnis gemeint, aber ich gehe jetzt darauf ein, auf die Schlussfolgerung, die ich gezogen habe, weil einerseits die katholische Morallehre redet immer wieder vom Naturrecht, also vom Naturrecht, also dass eben Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Also sie reden immer vom Naturrecht und sie reden immer auch als Norm. Und weil es aber in der Praxis nicht funktioniert, also jetzt haben sie dann immer stärker oder haben sie jetzt überhaupt nur mehr das ganze sogenannte humanwissenschaftliche Erkenntnisse mit hineingenommen. Und die humanwissenschaftlichen Erkenntnisse, die sind nur horizontal. Da geht es nur um die Befriedigung der Bedürfnisse. Und ich bin dann zum Schluss gekommen, also vielleicht möchte ich das hier einbringen. Moment, ich muss das schauen. Also das ist vielleicht jetzt auch wichtig zu lesen. Die katholische Kirche und der Moraltheologen versuchen ja, eine verantwortungsethische Sexualmoral zu skizzieren, zu definieren, zu skizzieren. Und sie glauben, eine solche Moral muss realitätsbezogen, lebbar und damit auch verantwortbar sein. Aber was heißt das an für sich, ist er lebbar, realitätsbezogen und verantwortbar? Und hier kommt bereits, also Sie sprechen dann davon, also dass man eben der Liebe dann Vorrang geben muss. Sie sprechen vom Vorrang der Liebe. Aber hier beginnt an und für sich die Problematik, weil sie die Dynamik der Liebe nicht verstehen. Und ich schreibe dann in einem Absatz, Sexualität und Liebe sind nicht primär eine Sache von Normen,
von Geboten und Verboten, von richtigen oder falschen Verhalten. Sexualität und Liebe sind primär eine Angelegenheit des Herzens, wie Jesus es auf den Punkt brachte, als er sagte, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Matthäus 15, 19. Und er verglich das Leben mit einem Baum und ein Baum entwickelt sich und wächst aufgrund von Naturgesetzen. Und er sagt dann in Matthäus Kapitel 13, wenn ihr einen gesunden Baum habt, habt ihr gute Früchte von ihm zu erwarten. An den Früchten ist zu erkennen, was der Baum wert ist. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon sprach Jesus also? Er sprach von Naturgesetzen und er sprach vom Gesetz der Liebe. Und dieses Gesetz der Liebe ist wichtig zu verstehen. Und ich habe es dann auf den Punkt gebracht, dass er über die Zukunft der christlichen Sexualmoral, des christlichen Morallehre, was ihm ganz wichtig ist und was ich merke, was wir aber zu geben haben und geben müssen auch, ist, es braucht eine tiefere Erklärung der inneren Dynamik der Liebe und Sexualität. Und sobald wir müssen verstehen, dass in Liebe und Sex die Kraft der Liebe einerseits sehr aufbauend ist, aber auch ein immenses zerstörerisches Potenzial hat. Und zweitens, der zweite Punkt ist ja, und die Beziehung zu Gott als Ursprung und Quelle der Liebe muss zum Thema werden. Und damit eine Erziehung zur wahren Liebe. Und ich merke immer wieder, dass ihm hier gerade auch bei diesem Thema, das Thema, die vertikale Achse, das Thema Gott sowieso völlig ausgeblendet wird. Was mache ich damit? Dann, was bleibt dann noch über, wenn ich nur mehr also ein Triebwesen bin? Bleibt wirklich nichts mehr über. Ich definiere dann drei Säulen christlich-religiöser Sexualmoral und baue das auf den Grundsätzen, auf den wesentlichen Grundsätzen des oder dem Gebot der Bibel, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und das ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also auf diese drei Säulen baue ich das dann auf. Und gehe dann und leite dann über auf die drei großen Segnungen. Weil ich gehe jetzt überhaupt nicht die Zeit darauf einzugehen. Und was ich hier wieder gemerkt habe, ist, welches immenses Potenzial und welchen immensen Segen wir auch haben, auch mit dem Verständnis der drei Segnungen. Weil, die Bibel spricht davon, Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und diese Frage, seid fruchtbar, was das bedeutet, ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen und dann bin ich mit guten Experten auch. Und wenn ich dieses Thema anspricht, die schauen mir an, wovon das ist ihnen ganz neu. Das ist ihnen wirklich ganz neu. Also ich gehe dann auf die drei großen Segnungen ein. Dann kommt die Überleitung oder die Hinführung auch zu dem Thema, eine Erziehung zur Wahrliebe. Hier muss man oft das schon einmal überhaupt definieren. Erstens einmal, was ist Wahrliebe?
und dann auch in weiterer Folge, wieso soll ich an meinem Charakter arbeiten? Also über die Notwendigkeit der Charakterbildung. Und da möchte ich vielleicht das herausgreifen. Man begibt es auch als ein Kapitel, das heißt Prinzipien für dauerhafte Liebe im guten Sex, da gehe ich dann darauf ein. Aber was ich da bereits anspreche, ist sozusagen die Hinführung zu einem Verständnis der Segnung. Und zwar über das Thema Sexualität und Bindung. Und die vier positiven Auswirkungen von gutem Sex. Sie stärkt die Bindung, sie harmonisiert die Gegensätze, sie ist ein Ort der inneren Heilung. Also da leite ich dann schon über, und dann Sexualität schafft auch den Zugang zur inneren Quelle, zur Quelle zu Gott. Also hier leite ich über zu wesentlichen grundsätzlichen Fragen, auch die Frage nach der Freiheit. Was ist Freiheit und Verantwortung, dieses Thema? Und für mich wurde im Laufe der Zeit das Thema Freiheit und Verantwortung immer wichtiger, das auch öffentlich zu thematisieren. Wir haben gesagt, also um das, jetzt, das abzuschließen, ich freue mich natürlich auf euer Feedback. Also ihr findet auch einige Aussagen, natürlich auch vom Vater drinnen. Die sind natürlich immer im Zusammenhang gesehen und sind die mit der Unterstützung der ganzen Argumente. Was mir, um es abzuschließen, bewusst geworden ist, ist Folgendes, dass wirklich die heutige Sexualpädagogik mehr oder minder den Sündenfall und wie ein Kind sozusagen oder wie unsere Jugend am raschesten wirklich eine gefallene Beziehung finden können. Also das ist die beste Anleitung dafür. Und deshalb sehe ich persönlich, ich empfinde das so persönlich als eine sehr starke Verantwortung, also das zu thematisieren. Und wie kann man das thematisieren? Das ist eine äußerst schwierige Angelegenheit, weil dahinter steckt das ein Geist, dahinter steckt wirklich ein sehr satanischer Geist im Prinzip. Und das wirklich aufzubinden, ist äußerst schwierig. Mir ist im Laufe der Zeit eingefallen, also ihr kennt das sicherlich von Goethe, von Faust, Faust 1, ist eine Stelle, wo es heißt, wo der Mephisto sagt, ich bin der Geist, der stets verneint. Und alles, was ihr böse und Sünde nennt, ist mein eigentliches Element. Und dieser Geist des Negierens, der steckt da so drin. Aber für mich stellt sich die Frage, wie kann ich dem begegnen? Und ich komme immer mehr drauf, wir müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen.
Wir müssen genauso wie zum Beispiel, ich meine, wenn man sich den Sündenfall so betrachtet, ich meine, der Luzifer hat Eva die Botschaft gegeben, ja, ich meine, du wirst sein wie Gott. Er hat sozusagen mit einer Halbwahrheit gearbeitet. Er hat sie verunsichert. Und genauso glaube ich, ist für mich, wenn man das also umdreht, so kann man wirklich also einer Frage, indem man dann die richtige Gegenfrage stellt. Weil wenn mich jemand verführen will, dann, wenn ich die richtige Gegenfrage stelle und ihn hinterfrage, ja, Moment, was meinst du damit eigentlich? Was willst du eigentlich? Was willst du wirklich? Dann decke ich ihn auf. Also, das heißt, wir müssen auch in der Beziehung wirklich lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Ja, das wäre jetzt das allein zum Buch, also was ich kurz auch gleich ankündigen möchte, oder vielleicht ist auch ein bisschen das jetzt auch von mir selber, wie das entstanden ist, erzählen, weil ich habe mir zwischendurch also immer wieder gefragt, ja, wie komme ich dazu, ich habe keine pädagogische Ausbildung. Ich habe im Prinzip nur Hauptschule. Und wie komme ich dazu, über Pädagogik ein Buch zu schreiben? Und wenn ich jetzt so reflektiere, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich Pädagogik oder Psychologie nicht studiert. Weil wenn ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen darf, ich bin im Waldviertel, also in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Also nach dem Krieg. Und für uns war es ganz natürlich, ganz selbstverständlich, es eben mitzuarbeiten am Hof. Da hat es gar keine Frage gegeben. Natürlich, mein Interesse für die Landwirtschaft hält sich sehr, sehr in Grenzen oder hat sich sehr in Grenzen gehalten. Und aber andererseits, innerlich merke ich jetzt, dass auch, wenn ich immer wieder sehr, sehr stark also irgendwo vorbereitet worden von Gott und natürlich also auch von der guten geistigen Welt, um wirklich den Weg also in die Prinzipien zu finden. Tradition, also zum Beispiel im Mai die Meiernacht. Und für mich, das war ganz selbstverständlich, das ganze Dorf ist zusammengekommen. Mein Vater war meistens also der Vorbeter. Aber für mich war das ein Horror. Weil wir haben angefangen, Vater und so, das ist so dahingegangen, also so wie ein Radl. Und natürlich, also ich bin beim ersten Satz schon hängen geblieben. Dein Reich komme, was hat das eigentlich? Unbewusst bin ich schon hängen geblieben. Aber natürlich bin ich nie weitergekommen. Aber dieses Dinge zu hinterfragen, zu tiefer zu hinterfragen, das war irgendwo das Resultat aus dieser Erfahrung. Ich meine, ich kann mich erinnern, meine Mutter hat immer gesagt, ne, zu finden. Aber ich habe nicht anders gehalten. Ja. Und dann, wie ich dann später, 1975,
war für mich das eines irgendwo, aber doch stärker unbewusst. Und ich merke es halt auch, war ein sehr, sehr starke geistige Führung, also unter Schutz oder Unterstützung der guten Vorfahren, also einfach wirklich sehr, sehr stark besser da. Weil ich habe mich damals als im Zentrum der Salzgasse wirklich daheim gefühlt. Und natürlich meine Familie und die ganzen Verwandten, die waren aus dem Haus. Ich kann mich nicht gut erinnern, mein Onkel, der hatte schon für mich eine Wohnung gesucht. Ich habe in Kolpingheim im 18. Bezirk gewohnt. Und damals bin ich dann natürlich in die Salzgasse übersiedelt und habe in der Salzgasse gewohnt. Und der Onkel hat dann eine Wohnung gesucht für mich und hat schon eine fixe Aussicht gehabt. Und dann habe ich ihn besucht. Ja, und ich sage so selbstverständlich, nein. Für mich war das Selbstverständlichste. Natürlich, die Tante ist aus dem Wolken gefallen. Die hat gesagt, du bringst deine Mama ins Klo. Für mich war das so selbstverständlich. Also hier war eine sehr, sehr starke geistige Unterstützung also da. Und wieso komme ich jetzt, wenn ich jetzt aus einem großen Sprung mache, also wieso komme ich jetzt also dazu, hier wirklich, wenn dieses Buch ist möglich geworden, weil ich merke, erstens einmal aufgrund des Verständnisses der Prinzipien. Und das Zweite ist auch, ich empfinde eine, auch von Seiten Gottes her, irgendwo die Mission in mir, wichtig ist auch Charakterbildung oder Familienwerte, wirklich in die Gesellschaft, in das System hineinzubringen. Damals, wie ich in Amerika war, ich war 3 Jahre in Amerika und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe damals eine ganz andere, also vor allem bedeutet für mich die Beziehung zum Trunion Park. Wir kennen den sicherlich, Trunion Park. Nicht der Tiger Park, sondern der Trunion Park ist hat mich sehr ermutigt, durch das ein Erlebnis mit dem Trunion Park habe ich überhaupt einen ganz anderen herzensmäßigen Bezug ist auch zu Krieg, das auch zu den wahren Eltern oder selbst das auch zum Verständnis Gottes als unsere himmlischen Eltern. Und ich sage jetzt immer mit größerer Sicherheit, das, was unser größter Schatz ist und was die größte Revolution ist, ist, dass wir wirklich zu wissen und zu verstehen, dass Gott meine Eltern sind. Ich kann mich erinnern, dass vor einem Jahr, ich arbeite sehr eng auch mit der Suha Daimek zusammen, die ist bei der Life Church und sie war damals also bei uns und dann hat sie mich gefragt, sagt Josef, was glaubt sie an Jesus? Ich habe gesagt, natürlich. Ja. Und dann habe ich weitergeredet, habe ich gesagt, aber mein Verständnis von Gott ist unsere himmlischen Eltern. Und wenn Gott
Wir haben den Job gebraucht. Wir haben wirklich den Job gebraucht. Und ich merke ja schon, wir lesen ja ständig, also täglich und okay. Und was ich also beim Lesen von Vaters Reden immer wieder bemerke, ist eines, ich meine, die Worte und wie er oft Dinge ausdrückt, sind oft wirklich schwer verständlich oder oft auch widersprüchlich. Aber ich habe entdeckt, dass wenn der Vater geredet hat, dann hat er immer von seiner Beziehung zu Gott geredet, von seinen persönlichen Erfahrungen zu Gott, über Gott geredet. Und das wurde für mich ganz wesentlich in meinem Verständnis von den Wahrheiten. Ja. Weil es nicht so einfach ist, es wirklich auch für mich war es nicht so einfach, über die vielen Jahre wirklich eine ganz natürliche und selbstverständliche Beziehung zu den Wahrheiten zu haben. Aber auf jeden Fall empfinde ich hier als eine sehr, sehr, sehr starke geistige Unterstützung, als auch, und das ist auch meine Vision, die immer ständig als eben präsent ist, wirklich das tiefere Verständnis und Familienwerte wirklich in die Gesellschaft hineinzubringen, öffentlich zu thematisieren. Ja, das wäre vielleicht von meiner Seite. Ich möchte nur kurz eines bemerken, noch zum Schluss. Also ich bin eigentlich, ich war selber über mich überrascht oder über die Unterstützung und wie ich mich definitiv entschlossen habe, ein Buch zu schreiben, das war zu Weihnachten. Dann ist es Schritt für Schritt gegangen, also, und dann habe ich wirklich das eine sehr, sehr starke geistige Unterstützung gehabt. Und so bin ich es jetzt auch in gewissem Sinne erst auf den Geschmack gekommen und habe mir das nächste Projekt bereits vorgenommen. Das heißen wir, das Prinzipien von waren Familienbeziehungen, also das wird ein Plädoyer, und ich nenne das so ein Plädoyer für Familienwerte, und darin geht es auch über die Bedeutung der Segnung. Also da gehe ich dann schon also auf die Bedeutung der ehelichen Beziehung und der Segnung darauf ein. Also das ist das nächste Projekt, das an dem ich arbeite. Ja. Und mit dem möchte ich jetzt auch Lene die Möglichkeit geben, Worte zu sagen, weil sie hat diese Zeit mit mir geteilt. Danke. Oder? Also. Das Thema, die ich gegeben worden bin, Testimony, unser Leben als gesegnete Paar. Testimony of our life as a blessed couple. Der Josef hat einige Sachen angesprochen. Also wie er gesagt hat, ich musste dieses Buch schreiben. Irgendwie müssten wir uns zusammenkommen. Also das war, der Josef hat ausdrücklich gesagt, von Zeit unserer Segen, weil Geschichten kann man immer unendlich erzählen, von vorher, von nachher, von damals, von jetzt und wann und ob. Wir sind beide als Katholiken aufgewachsen, nur für mich hat es ganz was anderes bedeutet. Ich war sehr gläubig, also jetzt gehe ich in die Vergangenheit, also da wollte ich nur eben die Parallelen da aus unterstreichen. Und du denkst zu viel, ist mir auch öfters gesagt worden beim Aufwachsen.
Und 75 bin ich auch in der Vereinigungskirche gekommen, auch in August. Aber einmal hat ein UNO-Soldat mir erzählt, also ein Security Guard, gesagt, dass das Melbourne ganz durch die Mitte von der Erde, von Wien, auf der anderen Seite der Erde ist. Ganz auf der anderen Seite. Weiter kann man es nicht bringen. Also das wäre wirklich von zwei verschiedenen Erdteilen zusammengekommen. So, ihr musstet euch finden. Also er ist da. Da gibt es noch eine Art, andere Geschichte, andere Hintergrund, das Aufstand von die Prinzipien waren mir sehr, sehr wichtig und für mich mit dieser Wahrheit, was ich erkannt habe in den Prinzipien, ich konnte es nicht leugnen, ich konnte ohne diese Wahrheit nicht leben, ich musste diesen Weg gehen. Ich war 2 Jahre in Amerika, bin zu Josef gekommen, weil wir waren schon gesegnet, wir haben gestern unsere 40. Segnungstag gefeiert und es war dann 86 und sind die meisten gesegnete Paare schon zusammengekommen in Australien und ich war sehr wichtig in Australien und mein Leiter wollte, dass mein Mann nach Australien kommt. Nur die 3 anderen ältesten Schwestern in Australien hatten schon ihre Männer nach Australien gebracht. Und als Reverend Clark kam und mein Nationalleiter eben gefragt hat, ja, die Lilly, sie macht Professors World Peace Academy, sie ist Sekretärin in dieser Partei, sie ist Vizepräsidentin in der Jugendpartei und sie ist Präsidentin von Solidarność in Canberra und sie ist Headquarters, also sie macht alles da und da und da und da und ich will noch ICF gründen, damit sie die Präsidentin von das auch ist und sollte die Josef nicht da nach Australien kommen. Und der hat mich dann gefragt, ich habe gesagt, mein Mann ist Österreicher. Und seine einzige Antwort zu meinem Nationalleiter war, Wien ist eine schöne Stadt. Wien ist eine schöne Stadt. Aber er hat gewusst, dass Wien in Österreich ist. Der Reverend Quark, also der war verantwortlich für die Missionare, der wusste ganz genau, die ganze Ostmission und alles, also der wusste ganz genau, was Österreich war und was Wien war. Wien ist ein schöner Stadt. Und das hat mein Nationalleiter ein bisschen irritiert. 86 habe ich alle meine Verantwortlichkeiten zurückgelegt und ein Ticket für 3 Wochen gekauft nach Amerika, um mit Josef zu reden. Also der war nicht mehr in Österreich. Es wäre nicht mehr, dass ich nach Österreich komme und der ist ja nicht nach Australien gekommen. Trotz die Briefe, die nach New York und nach Korea und nach Österreich überall gegangen sind, auch der Johann Hinterleitner hat so einen Brief bekommen von meinen Fans, die behauptet haben, ich bin so wichtig, der Josef muss unbedingt nach Australien kommen. Und als wir von Amerika zurückgekommen sind, nach der Segnung, und war unsere Wunsch immer noch nach Australien zu gehen, und haben wir dann auch 3-mal gefragt, um Erlaubnis, wir wollten nach Australien. Und der Johann hat uns gesagt, der erinnert es nicht mehr. We don't send missionaries to Australia. Auf jeden Fall, da war ich schon schwanger und wir sind dann hier geblieben und irgendwann, also kurz danach, waren die Grenzen zu der Tschechei geöffnet und meine Verwandtschaft stammen alle aus der Tschechoslowakei und dann habe ich den Sinn gesehen, warum ich hier geblieben bin, weil dann konnten wir unsere Verwandten einladen und wir haben in Garflensing 1990 nach der Geburt von Christoph ein Familientreffen organisiert, sind meine Verwandten von Australien, von Deutschland, von der Tschechoslowakei, mein Bruder, der studierte in Italien als Priester, mein anderer Bruder, der in Saudi-Arabien gearbeitet hat, ist mit seiner Frau gekommen und die 2 Schwestern von Josef sind von Waldviertel in Österreich gekommen und wir haben ein großes Familienfest gehabt und das war für die Verwandten in die Tschechoslowakei für viele das erste Mal, dass sie überhaupt
außerhalb von Kommunismus gekommen sind und in den Westen. Wir waren die Tor für ihnen, in den Westen zu kommen. Also ich habe gesehen jetzt, also dieser Woche sind einige Neffen, Nichten auf Urlaub jetzt in Österreich. Auf jeden Fall, das Thema will ich jetzt testimonieren, life is a blessed couple. Als wir zuerst gesegnet worden sind, das erste, was Unterschied für mich war, da war ich tatsächlich in der Jugendpartei in Canberra und ich bin gefragt worden, Präsidentin zu werden. Nur ich habe mich Sorgen gemacht, wenn es rauskommt, dass ich Vereinigungskirche-Mitglied bin und Nationalpartei, der fast wie der Freiheitliche hier wäre. Als Muni als Präsidentin hat, habe ich gedacht, das tut die Partei nichts Gutes. Habe ich mich beraten lassen von der damaligen Präsidentin und ich bin zu ihm gegangen und habe es ihm gebeichtet meinerseits, dass wer ich wirklich bin und ob ich wirklich diese Rolle annehmen soll oder warum ich es nicht machen kann. Und seine Antwort war nur, also kannst du es oder nicht, willst du es oder nicht? Es war überhaupt kein Thema. Das ganze Grenze Vereinigungskirche war nur bei mir. Es war kein Thema für ihn. Ich hätte ruhig, also ich bin dann nur Vizepräsidentin geworden, aber ich war eh schon für die Solidarność verantwortlich in Canberra. Die Mitglieder dieser Organisation hatten Verwandten in Polen, die wohl Angst hatten, wenn sie zu öffentlich agieren, dass der Bruder von die eine, dass der dann in Schwierigkeiten kommt, wenn sie diese öffentliche Rolle übernimmt. Und die haben mich gebeten, dass ich das übernehme, die ich dann gemacht habe. Bis ich dann eben 86 habe ich alle meine Verantwortlichkeiten niedergelegt. Ich war verantwortlich für die ganzen Finanzen für ganz Australien und für die Professors World Peace Academy und Centerleiter und eben all diese Sachen. Und da habe ich mein Ticket gekauft und in Neuseeland, dann hatten wir einen neuen Regionalleiter und der Regionalleiter hat gesagt, wenn du mit deinem Mann triffst und drauf kommst, dass du doch mehr Zeit brauchst, sag dem koreanischen Leiter, der soll mich anrufen, du hast mein Segen. Segnung ist wichtiger als jede Mission. Blessing is more important than any mission. Damals war es dann eben der Chung Hyun Park, der Regionalleiter war im Nordwesten in Amerika. Und das Erste, was er gemacht hat, als ich gelandet bin, der hat mich sofort der Centerleiter-Mission angeboten. Er wollte mich gleich City-Leader machen. Ja? Ich habe sofort abgelegt. Ich war eben. Ja, ich bin dann doch geblieben. Ich habe meine Tickets dann storniert, den Rückflug, und bin ich dann geblieben. Und dann waren wir für die Priestermission eingeteilt und ich habe Priesterpaare nach Korea geschickt. Wir haben dann 88 Familienleben in Amerika begonnen. Und meine Eltern sind dann von Australien zu unserer Hochzeit gekommen. Und die Priester von verschiedensten Kirchen. Und meine Eltern haben gesagt, ja, ich verstehe nicht, wieso diese anderen Religionen, dass diese Priester zu deiner Hochzeit kommen. Das war für ihnen unverständlich. Die haben mich persönlich unterstützt. Meine Mutter war mal bei einem Elternworkshop. Die hat keinen Unterschied gesehen von was sie in der katholischen Kirche kennt und was ich da gesagt habe. Hat nur keinen Grund gesehen, warum hast du uns verlassen müssen, es können bei uns in der Kirche nebenan machen, auch können. Für meinen Vater war das ein bisschen rätselhaft. Ich habe ihm ein Prinzipienbuch gegeben, nachdem ich in die Kirche gekommen bin. Und es ist mir nachher bewusst worden, er hat nur den ersten Kapitel gelesen. Es war zu ihm, zu Airy Fairy, alles nicht wahr, zu Dreamy. Und der war verletzt, der hat eben in der Zeitung gelesen, ich folge Reverend Moon und der Reverend Moon ist mein wahrer Vater und der hat sich betrogen gefühlt und das war schwierig.
denke, in unserem Leben als gesegnete Paar, die Kommunikation, Respekt, Vertrauen und Glaube waren sehr, sehr wichtig. Vor dem Matching, als ich den Formular ausfüllen musste und wen will ich haben, es war mir bewusst, ich will jemanden, der das wirklich glaubt an die Prinzipien und nicht den Bedürfnis hat, nachher eben wegzugehen, weil es eben nicht mehr wahr ist oder der glaubt nicht mehr. Also diese Vertrauen, diese Glaube war mir sehr, sehr wichtig. Als wir haben uns erstmals, ich habe gerade auf Facebook gepostet, wir haben uns erstmals getroffen, 3 Tage vor der Segnung. Wir sind vierter Match geworden und 1,5 Jahre haben wir einander geschrieben. Und dann haben wir uns kennengelernt kurz vor der Segnung. Dann eben ist die zurück nach Österreich, ich nach Australien. Und 86 bin ich dann zu ihm nach Amerika gekommen. 88 haben wir dann geheiratet. Und aber ab 86, als ich gekommen bin, habe ich ihn begrüßt, Hände geschüttelt und gesagt, wie wichtig es mir ist, dass wir uns immer begrüßen, wenn wir das Haus verlassen, wenn wir ankommen. Weil ich habe gesehen, im Zentrum, in der Kirche, wo ich verantwortlich war, wie manchmal der Nationalleiter gekommen und gegangen ist und seine Frau wusste nicht mal, wo er ist. Der war am Telefon, schon im Auto, aber hat telefoniert mit der Nächsten und der Nächsten, wo immer der unterwegs war. Und als er gekommen ist und ich habe auf ihn gewartet, um ihm zu berichten, was alles da war, hatte er keine Zeit für mich, weil der war immer am Telefon mit den anderen, wo er hingegangen ist oder wo er gerade gekommen ist. Und das eigentliche Zeit miteinander war sehr schwierig. Und ich habe für mich ausgemacht mit Josef, als wir uns kennengelernt haben, also getroffen, dass wir kommunizieren, dass wir Touch-Base, ja, dass jeder weiß, wo bist du. Also ich gehe jetzt, ich bin schon da. Auch wenn es nur Hände schüttelt. Also ich kann mich noch erinnern in Eugene, in diese Pioneer Church, wo der Young und Kim war, also das ganze Holzgebäude. Also wo wir in der Prayer Room getroffen haben und Hand geschüttelt haben und dann gebetet und am Abend, als wir dann in Seattle immer abends dann auf den Lake Windermere zum Beten gegangen sind und irgendwann hat der State Leader von Oregon, wo wir waren, gesagt, wir sollten das nicht tun, das ist, weil wir hatten noch kein Familienleben angefangen. Das war, wir waren immer am Abend spät beten und wir haben immer geredet und geredet und geredet. Und das war eben, für mich war diese Kommunikation sehr, sehr wichtig. Und eben beim Schreiben miteinander, das war auch sehr, sehr wichtig. Der hat in Deutsch geschrieben und ich habe in Englisch geschrieben. Und das war eben 1,5 Jahre, so ist unsere Beziehung so gegangen. Und manchmal musste ich schon die Uschi, also eine deutsche Schwester, fragen, weil sein Handschrift verschwindet, nicht unbedingt die Wörter, das Schrift, wir schreiben ganz anders in Amerika und in Australien, also wir lernen nicht so zu schreiben, wie ihr hier handschriftlich schreibt und damals gab es kein Computer und Schreibmaschinen haben wir auch nicht, ne? Oder E-Mails oder WhatsApp. Auf jeden Fall, Kommunikation war für uns ein wichtiger großer erster Schritt, wo wir uns diese Abkommen miteinander abgeschlossen haben, dass wir kommunizieren miteinander, dass wir sind ehrlich miteinander, dass wir vertrauen einander. Und ich habe gesehen, Gott hat mir wirklich jemanden gegeben, der diese Glaube hat, diese Vertrauen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich von Sydney weg nach Europa, eigentlich über als ich gekommen bin, hat die eine Schwester gesagt, Gott hat dir was wirklich Spezielles vorbereitet. Gott hat für dich jemanden
wirklich speziell vorbereitet. Und wenn ich denke, was Gott alles für uns tut, wenn wir uns selber unsere eigenen Bedingungen, unsere eigenen Vorbereitungen nicht schaffen, unsere Augen nicht öffnen, dann sehen wir diese Geschenke nicht einmal. Wie wichtig es ist, uns zu öffnen, zu vertrauen, die Grundlage zu schaffen, miteinander zu kommunizieren, damit Gott wirklich wirken kann und dass wir die Geschenke Gottes auch wirklich annehmen können. Wie Josef hat schon erwähnt, wir lesen Hondoke jeden Tag, beten jeden Tag, zweimal am Tag, auch wenn man die Mahlzeitgebete nicht dazu zählt. Und ich weiß, der Josef hat ein bisschen Überzeit gemacht, also ich weiß nicht, also es hat geheißen bei mir 10 Minuten und ich fürchte, die Zeit wäre schon um. Hauptsächlich würde ich sagen, diese Hondoke zusammen, die geteilte Familienwerte, das ehrlich miteinander kommunizieren. Da weiß ich, ich habe mich gesehnt, wirklich jemanden zu haben, wo ich sein darf, wo ich ehrlich kommunizieren kann. Und der Josef hat mich ziemlich von Anfang bedankt, dass ich offen und ehrlich war. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er sonst niemanden geöffnet hätte. Und da bin ich sehr dankbar dafür, für die letzten 40 Jahre, für unsere Segnungszeit, für die 1,5 Jahre davor, für unsere Eltern, für die wahren Eltern, für die Gemeinschaft, für die Möglichkeiten, für alles, was wir erlebt haben. Und dass er endlich ein Autor ist. Also das freut mich so wahnsinnig. Ich bin so stolz auf dich, Josef. Ich bin so froh und danke. Vielleicht, wenn noch jemand eine Frage oder Kommentar hat, gern, dann übergebe ich an euch, wenn jemand eine spontane Frage hat dazu, weil das ist ein komplexes Thema. Also auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich habe irgendwo als innerlich Gefühl und auch die völlig sichere Überzeugung, also dass man ja in unserem pädagogischen Verständnis, in unserem Bildungssystem wirklich was verändern kann. Ich habe hier irgendwo diese innere Vertrauen und Sicherheit, also und das wir auch, wenn wir von unserem Selbstverständnis her uns so klein und winzig fühlen und man wird jetzt also immer wieder so, weil ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, mein Selbstverständnis war immer oder ist noch immer zum Teil, ja, du bist es irgendwo, also so ein kleines, winziges Rädchen, was ich nur gegeben habe. Nein, also ich bin in der Zwischenzeit also irgendwo zu dem Bewusstsein gekommen. Jeder Einzelne und gerade und dann auch in der Zusammenarbeit, wir können in der Gesellschaft wahnsinnig viel verändern. Und wir können das substanziell tun. Wenn wir wirklich kreativ sind, ist auch insofern also, ja, bin ich auch froh, dass wir uns also hier in diesem Rahmen als Club aktiv, also nicht Pensionistenclub, sondern Club aktiv nennen.
Ja, da hätte ich eine Frage. Ja. Hätte ich eine Frage. Was hast denn du vor mit den Büchern jetzt? Wie viele sind gedruckt oder kann man jederzeit drucken? Und was hast du vor? Willst du das irgendwo auflegen? Willst du das verkaufen, verschenken? Ja, nein, die Bücher, die sind oft, die sind auch auf Amazon erhältlich. Also die haben, das ist zwar ein Selbstverlag, also über Apple, sind aber kann man über Amazon beziehen. Ja. Ich bin noch dabei, also eher auch die dementsprechend zu vermarkten, habe sie ganz bewusst, also schon jetzt einigen Leuten ganz bewusst gegeben, möchte es auch dann bestimmten Medien oder bestimmten Leuten wirklich geben. Ich habe jetzt das auch, weil das ein ganz sehr zentrales Thema ist, also für die katholische Kirche, speziell jetzt auch in Deutschland. In Deutschland gibt es ja den synodalen Weg, und da habe ich in der letzten Zeit herausgefunden, die haben in der Kirche ein so massives Problem. Ich habe jetzt schon die ersten angeschrieben, und sie auch darauf aufmerksam gemacht. Es ist einerseits nicht einfach, also wirklich ein Verständnis dafür zu finden, weil wie ich eh schon gesagt habe, bei dem ganzen Thema über Pädagogik, da geht es im Prinzip nicht so um die Frage, was brauchen Kinder, wie sollen wir am besten Kinder erzielen. Darum geht es, geht's denen nicht. Da wird nur über und nicht von Beziehungen, von Werten geredet. Das ist äußerst schwierig, und die Kirche kann mit dem Thema Sexualität, also die brauchen da wirklich bitter unser Verständnis von den Prinzipien. Und wir müssen das, also das ist irgendwo auch mein Anliegen, das in einer Weise rüberbringen, dass sie das verstehen. Dass sie das wirklich verstehen. Und ich glaube, wir müssen das auch in eine Sprache packen, dass sie das verstehen. Wir reden so natürlich oder so selbstverständlich über Prinzipien, aber was ist damit gemeint? Wir verwenden Prinzipiensprache, aber was ist damit gemeint? Wenn ich heute über Familie rede, wenn ich den Begriff Familie gebrauche, ich meine, das, was wir verstehen, versteht zum Beispiel ein reiner Humanist, der versteht ganz was anderes darunter. Also sein Verständnis ist ein total, aber er verwendet es auch für mich. Und das ist mit vielen Dingen so. Ja. Und genauso dasselbe ist es, wenn du mit einem Katholiken über Gott redest, okay? Die katholische Kirche ist sicher eine Zielgruppe. Aber hast du auch an die Evangelikalen gedacht? Diese charismatischen Gruppen, christlichen Gruppen, Evangelikale, ja, und so weiter. Ja, da haben wir viele in Österreich. Eigentlich, es ist interessant, dass man in unserer Arbeitsgruppe, ich meine, die Sura Daimek, bei der Life Church. Also. Und zum Beispiel, wenn ich denke, Abgeordnete wie die Gudrun Krug, ja, die zwar katholisch oder genauso auch, also der Jan Wilkowski, die haben eine für ihre Arbeit eine sehr, 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 sehr starke Unterstützung von dieser
wichtig ist, mit denen zu arbeiten. Ja, habe ich gedacht. Ja. Wäre eventuell eine gute Idee, eine Pressekonferenz zu machen, wo die am Podium sind auch. Und das Buch, wenn du das Buch vorstellst. Ja, wir haben geplant, also wir haben nächste Woche wieder ein Zoom-Meeting in der Arbeitsgruppe und da haben wir uns also für dieses Jahr noch einige Ziele und einige Ziele definieren. Und es war schon der letzte Mal die Rede, da hat die Helge Sebernick, also von Teams da, die ist ja auch ein Teil unserer Arbeitsgruppe, die hat das auch gesagt, also die hat erwähnt, dass eben es extrem schwierig ist, gerade in den Kirchen oder auch in der katholischen Kirche, dieses Thema, das Interesse, das ist oft so gering, weil es damit nicht umzugehen ist. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und darum möchte ich auch vorschlagen, dass wir in der Richtung also was machen, dass wir eben vielleicht in einem interreligiösen Frühstück zum Beispiel, dass Leute das einbaut und auch über dieses Thema reden. Natürlich kann ich dann das auch, wird es dann auch auflegen, aber das wird nicht dann das zentrale Mittelpunkt sein, aber überhaupt das einmal zum Thema zu machen. Noch eine Frage, das Familienforum, der Verein, hat das eine Rolle gespielt, damit das Buch dann... Nein, also ich meine, ich habe jetzt auch, also ich übrigens also immer das den Verein an für sich ja, also wenn das Klischee ist, weil ich hatte schon jahrelang das Gefühl, dass hier die Identität, des Vereins Familienforum oder auch das nicht wirklich klar war. Also wirklich die Rolle. Und ich merke hier, wenn ich hier als Autor mir wirklich also eine Kompetenz erarbeite, dann kann ich wirklich, kann ich also als Autor mich einbringen. Also, wo jeder weiß, ich habe zu dem Thema was zu sagen. Weil das Familienforum, also das war mir schon immer wieder bewusst, dass irgendwo ein klar definiertes Familienbild ist nicht wirklich ist drin. Ja. Oder das dahin, da ist es noch nicht so weit gekommen. Also es ist noch nicht so weit gekommen. Was ich überhaupt als Notwendiges empfinde, dass wir wirklich klar auch definieren, was meinen wir, wie funktioniert eine Familie. Wir müssen das wirklich viel verständlicher kommunizieren. Mir ist da in dem Zusammenhang auch wieder sehr, sehr viel bewusst war bei der letzten, also im Februar bei diesem Seminar, da wirklich wohl gebeten worden bin, über auch über Familienbeziehungen zu reden. Da ist mir sehr, sehr, sehr bewusst worden, ich meine, wir reden über die Familie als Norm, als Struktur, als Organisationseinheit, aber wie sie funktioniert, und dann ist mir plötzlich bewusst worden, ja, wir nennen Familie als eine Schule der Liebe. Und dann plötzlich ist man plötzlich geschossen, wie einfach man argumentieren kann. Weil wenn ich sage, ja, wenn Familie eine Schule der Liebe ist, aber
Aber wenn die Liebe fehlt, dann funktioniert es nicht. Dann hilft mir das andere gar nicht. Wenn das zentrale Element fehlt, oder wenn es hier immense Probleme und Spannungen gibt, funktioniert es nicht. So einfach ist es im Prinzip. Ja. Und hier eine verständliche Erklärungen oft sind so Schlagwörter. Ich kann mich noch gut erinnern, das war also bei einem Treffen, also in Blumau, also in dieser katholischen Universität oder was das ist, da war über Familie, und dann hatten wir eine Arbeitsgruppe, und dann da ist es dann um das Thema Familie gegangen, und in unserer Gruppe ist mir dann plötzlich geschossen, habe ich gesagt, sage ich, wir wissen ja gar nicht, was Liebe ist. Und dann ist mir plötzlich geschossen, sage ich, ja, Moment, seitdem wir keine Holzöfen, habe ich so also den Vergleich gebracht, seitdem wir keine Holzöfen mehr haben, haben wir auch vergessen, was Liebe ist. Ja. Weil bei einem Holzofen ist es ganz natürlich, dass ich immer wieder Holz nachlegen muss. Ja. Also ich muss immer wieder das Feuer am Leben erhalten. Sehr gutes Beispiel. Und wenn ich aber in die Beziehung nicht investiere, ja, dass dann das Feuer ausgeht, dann ist eine logische Folge. Was mir oft immer wieder sagt, ist auch so ganz einfache Schlagwörter zu finden. Und ich kann mich erinnern, dass einer bei einer Diskussion, da war damals der Professor Marcel auch dabei, das ist auch um das Thema Familie gegangen. Und da wird er ständig über die verschiedensten Familienformen und wie arm und wie problematisch die sind, wird diskutiert. Und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, sage ich, ja, ich habe den Eindruck, wir haben ein bisschen ein Problem, also wir wissen gar nicht, was Familie eigentlich ist. Ja. Habe ich gesagt, dann sage ich, ich vergleiche Familie auch mit einem Auto zum Beispiel. Weil es gibt die verschiedensten Modelle, verschiedenen Größen und so weiter. Und kleine, große Punkte, alles Mögliche. Und dann habe ich einen Punkt gemacht, habe ich gesagt, sage ich, und ein Auto mit einem Motorschaden ist auch ein Auto. Dann habe ich den Professor Manzal selber angesprochen. Sagt der Herr Grundlager, Sie haben wirklich recht. Sie haben wirklich recht. Also, weil wir reden nur über zerbrochene Familien, über eigentliche Familien reden wir gar nicht. Und so, oft so sehe ich ganz spontane und treffende Antworten, die sind oft viel wirksamer als lange Erklärungen. Unser Nachbar, der hat so eine Regenbogenfahne, da steht drauf, Love is Love. Und ich wollte schon was dazu schreiben, und zwar, Water is Water, aber pure Water is not dirty Water. Also, Love is Love ist ja schön, nicht? Aber pure Love is not dirty Love. Das wäre auch so ein einfaches Beispiel, ja. Mit Wasser. Eine Bemerkung, also meine Fragen wurden schon gestellt, also über die Verbreitung und so. Ja. Vielleicht nur noch ein Gedanke, der mir auch gekommen ist. Man könnte es vielleicht Kirchen, wie zum Beispiel die Mormonen oder andere, kontaktieren und das Buch bei denen vor, also mit der Idee, es bei ihnen vorzustellen. Sonst möchte ich nur bemerken, also ohne das Buch gelesen zu haben, es ist wirklich der Eindruck für mich ist Labor of Heart and Love. Also das kommt wirklich von dir. Das ist sehr,
was immer auch drinnen steht, das ist sehr echt und authentisch. Und dazu herzlichen Glückwunsch. Das ist ein käuflicher Wert, kann man erwerben, oder? Ja, kann man erwerben. Wie hast du gedruckt, also physische Bücher? Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon einige vergeben. Also, das ist jetzt habe ich 50 drucken lassen, aber ich habe vorher schon, insgesamt 100. Also, aber das war vorher, also das ist jetzt der offizielle Druck. Vorher da waren auch die Displaynummern nicht drin, das war ein Probedruck. Also, also eine E-Version oder so? Ja, da habe ich noch das. Will ich auch machen, aber dann bin ich mir jetzt zurechtgekommen, muss ich, ich weiß nicht, kennst du bitte aus? Und wenn wir, also, ich weiß, dass es vier Bücher in gedruckter Form und auch das E-Book gibt. Ja. Ja, aber man kann da die Vorlage, ich habe da die Vorlagen gekriegt, man schreibt das so, das ist ein Word und macht ein PDF draus und schickt den alles an. Aber ich kann diese Vorlage für das Buch, nicht für das E-Book verwenden. Aber in welchem Format ist die Vorlage? So wie das. Ja, du hast es nicht auf Schreibmaschine geschrieben, sondern auf dem Computer, oder? Ja. Ja, welches Format ist das? Aber schon um ein E-Book. Ja, ich weiß nicht, man muss da vielleicht ein anderes Format verwenden. Ich weiß es nicht. Das geht ja. Das gibt ja Konverter. Die Formate konvertieren in ein anderes Format. Ich habe das selber schon gemacht, die PDF-Dateien in E-Book umgewandelt. PDF ist ja, hast du auch mit Word-Programm, hast du die Dokumente auch in PDF. Ich habe das schon, also eben das PDF, also, aber wenn zum Beispiel bestimmte, also meine Bilder oder bestimmte Dinge dürfen da nicht drin sein, also da hackt's noch irgendwo, da innen und die werden normalerweise eh ausgespart automatisch, weil das ist ein Textprogramm und die Bilder werden gar nicht da, die werden ignoriert. Du, kennst du den Peter Valenta? Frage ich. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, ist wieder, ja, ein neues. Der könnte dich auch beraten, also in diesen praktischen Umsetzungsmöglichkeiten. Oder mit Kanto Verlag in Deutschland, die tun ja auch ständig Bücher von Geschwistern produzieren und bieten die auch an. Nein, ich habe es über einen E-Pulli. Und das ist recht praktisch. Das ist sehr praktisch, weil du hast also gute Online, also alle Vorlagen und auch die. Also der Peter Verlenk hat mir gesagt, dass wenn man es einmal im Selbstverlag gemacht hat, dann lassen sie es die andere professionelle Firmen greifen sie nicht mehr an. Die wollen es nicht mal angreifen, weil wenn du das selbst publizierst, dann wollen sie damit nichts zu tun, weil die können dann eben keinen Profit oder was weiß ich. Also das hat wohl schon mal ganz andere Sachen. Aber ich denke nur, das E-Books auf verschiedenen Plattformen kann man sicherlich Menschen erreichen, die nach solchen Themen bewusst suchen. Und kann auch gute Kontakte schließen. Ja, ich habe schon vor, weil das wird dann, da wird man auch vom Verlag unterstützt, also die verschiedensten Ideen und Vorhaben, wie man es am besten vermarktet durch die Möglichkeiten. Also es gibt, also, ich habe auch vor, es ist eine bestimmte Leute, die eben mit dem Thema zu schützen und das war ja, da gibt es
mir kann es auch geben. Okay. Mir kann es auch geben, diese Vorlage. Ja, ich kann das jetzt. Yes. Da kann man dann drüber reden. Okay. Jetzt, you send it to your Kindle when you get an e-version. Huh? You send it to your Kindle when you get an e-version. You send the Word document to the Kindle and then you got the e-version on your Kindle. Ja, aber Amazon macht das auch. Ja, es ist ein Kindle-Buch. You can do that. But then, if you want to convert it to another e-book, then you need something else. But you can send a PDF to Amazon and they'll turn it through. And maybe we can send it. We'll talk. So, hat noch jemand eine Frage? Nicht technisch. Nein, keine technischen Fragen. Maria? Ja, ich meine, ich kann das an die, an das, an die professionellen, die Kinderunterricht, die Lehrer, Kindergarten. Hast du auch keine deine Vorstellung, wie man zu diesem Bereich kommt? Wie meinst du? Naja, wie man solche Menschen erreichen kann, die. Die Pädagogen. Wie das verantwortlich ist, weil sie weitergehen an die Kinder, ja. Ja, das ist, ich meine, da sind natürlich die Kontakte. Unterrichtsministerium. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben, es ist ja zu dem ganzen Thema Sozialpädagogik in den Schulen, da ist man ja auch noch immer dabei, sozusagen über die Akkreditierung und wer darf was. Und das ist noch immer ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, weil du im Unterrichtsministerium Leute sitzen hast, die zum Beispiel gegenüber Teams da sehr, sehr distanziert sind. Und diejenigen, die diese Materialien bestimmen, dann eben Leute, die eben ganz auf der üblichen Schiene sind. Das ist äußerst schwierig. Also wie gesagt, dazu dient, da sind wir eben daran mit dieser Plattform Sexualpädagogik, wir werden es jetzt neu benennen, dass man hier wirklich also auch das Bewusstsein, öffentliche Bewusstsein schafft und dann wirklich also auch mit Leuten zusammenarbeitet, die wirklich dementsprechend das Gesetz haben. Weil das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Ingrid hat noch eine Frage. Ja. Eine Frage nicht, also eines Kommentar, aber nach deren Ausführungen habe ich gedacht, das passt überhaupt nicht dazu, es zerstört die schöne Atmosphäre. Ich habe mich vor 29 Jahren mit der damaligen frisch herausgegebenen Broschüre auseinandergesetzt und dachte, das ist so grausig, das ist nicht mehr zu toppen. Aber deinen Ausführungen entsprechend habe ich gedacht, okay, es gibt so eine Steigerung. Und ein Gedanke, der mir gekommen ist, man darf seine Bedürfnisse ausleben. Das öffnet ja Tür und Tor für alle Pädophilen und sonst noch welche. Die können sagen, ja, ich bin halt so, ich darf das ausleben, da darf mich keiner stoppen. Natürlich, ja. Ja, darum sage ich, ich weiß, also das ist ein sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen uns dieser Dinge bewusst werden, weil das wird, was hier den Kindern vermittelt wird, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und die ganze Tendenz geht dahin, eben wirklich die Eltern auszuschließen. Die Eltern auszuschließen. Also das ist eine so starke Tendenz. Wichtig ist auch, und vielleicht kann das jetzt noch zum Abschluss was einbringen, wir haben das in dieser Arbeitsgruppe, ist eben das Ziel, auch Beispiele zusammen, weil da ist es auch von der Steiermark, die Leni Kesselstadt, die hatte diese Initiative wertvolle Sexualerziehung. Also,
die hat sehr gute Beziehungen und wir sammeln Beispiele, zum Beispiel wenn irgendein Vorfall ist in einer Schule, wo ein Kind, also dann nach Hause kommt und so weiter. Solche Dinge ist ganz, ganz wichtig, bitte die mir oder uns zu vermitteln. Ja. Weil nur wenn wir diese Dinge in die Öffentlichkeit bringen, können wir was bewegen. Ja. Ich mache mir richtig Sorgen um unsere Second Chance, die in öffentliche Schulen gehen müssen und die mit sowas indoktriniert werden. Ja. Ja, und darum hoffe ich, dass eben gerade die Eltern unsere zweite Generation sich dessen auch bewusst wird. Darum sage ich immer wieder, es ist wichtig, dass die Eltern wirklich, man muss sich dessen bewusst werden. Und wenn etwas ist, das wirklich es auch weitergeben, natürlich, man wird das damit völlig anonymisiert, also dann bearbeiten, das ist klar, aber gerade solche Beispiele, leider ist es die einzige Möglichkeit, durch solche kann man das wirklich in die Öffentlichkeit ertragen. Da gab es im Vorjahr einen Fall, also hier in Wien, und Gott sei Dank hat dann eine Journalistin in der Kronenzeitung darüber geschrieben. Das hat dann ein dementsprechendes Ich auch gehabt, weil diese Sexualpädagogen, die kennen zum Beispiel recht gut den Olaf Kabeller, die wollen das einfach nicht wahrhaben. Die wollen das nicht wahrhaben. Und nur wenn man das wirklich thematisiert, dann kann man das öffentlich machen. Kann man dann öffentlich auch aufzeigen, was wirklich in den Standards drinnen steht. Ja. Weil was da drinnen steht, da braucht man einen guten Namen. Das konnte ich vor 30 Jahren schon nicht fassen, was da drin gestanden ist. Ich habe es nicht einmal fertig lesen können, so hat es mir gegraben. Und ich hatte damals das Glück, bei einer Veranstaltung zu sein, Elternvereins, Schulvertreter, und da waren so wenige, dann bin ich auch hingegangen, weil der Paul Ettel das ausgeschrieben hat, und habe ich die damalige Bildungsministerin getroffen und hatte die Broschüren bei mir. Ja. Dann habe ich sie auf den peinlichsten Seiten aufgeschlagen, ich habe sie dann, wie sie gegangen ist, abgefangen, sie beglückwünscht zu der tollen Rede, die sie gehalten hat, und dann die peinlichen Seiten aufgeschlagen und gefragt, denken Sie wirklich, dass das die richtige Lektüre für unsere 12-Jährigen ist. Sehr gut. Sie ist ganz rot angelaufen. Das kenne ich ja gar nicht. Sage ich, ja, das wird an den Schulen ausgeteilt, an alle, ab 12. Und ihren Bodyguards war es so peinlich, dass sie nicht beschützen konnten davor, dass sie sich das anschauen müssen. Bitte, wer beschützt die Kinder? Ja, genau. Und die haben mir dann gesagt, das Bildungsministerium sieht die Broschüre gar nicht, die wird vom Bildungsministerium rausgekauft und direkt an die Schulen geschickt. Im Blindflug an die Schulen. Ich bin froh und dankbar, dass wir letztes Mal, weil wir den Clubaktiv machen wollten, dass wir in Prag sein konnten. Also beim Summit. Und was einerseits habe ich gemerkt, wie wichtig vom Blessed Family Department es ist, vor allem also eine Finanzierung und all diese Dinge. Aber, und ich konnte Gott sei Dank das auch mit der Alande drüber reden, oder die hat das auch jetzt dieses Buch. Aber ich glaube, gerade Eltern, also unsere zweite Generation, die Eltern, wir müssen auch uns bewusst sein, was los ist. Die haben keinen blassen Schimmer.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen hier nicht blind durch die Leute, so wichtig die Prinzipienerziehung ist. Die ist extrem, gar keine Frage. Aber wir müssen auch verstehen, was los ist in unseren Schulen, was hier läuft. Und hier wirklich ist er uns wirklich kritisch ein. Und ich habe damals mit allen Direktoren gesprochen. Die Volksschuldirektorin hat mir gesagt, wir müssen die Eltern nicht verständigen, wann und wie wir die Kinder aufklären. Ja, ja. Weil alle muslimischen Eltern würden auf die Barrikaden gehen, wenn sie das machen. Genau. Und der eine Direktor vom Gymnasium, der hat mir gesagt, ja, ich habe die Broschüre gesehen, ich bin gar nicht sicher, ob ich die austeilen will. Und ich sage, bitte lassen Sie das, teilen Sie sie nicht aus. Ja, bei uns auch. Wir sind zu den Sängerknaben gegangen und haben gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder in dem Unterricht da drinnen sind. Und die haben es überhaupt nicht verwendet. Die haben es gar nicht dann in die Schule reingegeben. Da musst du eben sagen, ja, was machst du? Was machst du? Was machst du? Gib dem Buch, red drüber und gib es diejenigen und jeder muss für sich da die Verantwortung übernehmen. Und irgendwas, wenn es hoch genug aufgeschaukelt ist, wenn genug Bewusstsein da ist, dann kann was passieren. Aber es müssen die kleinen Sachen dann passieren. Ja, na, ich wünschte, du könntest das noch einmal halten in dem Rahmen von unseren jungen Eltern. Ja, ja, ich glaube, das, ja, das war gut. Ja. Weil die haben keine blasse Schimmer, was da läuft. Ja, ja. Weil ich glaube, wie ich angefangen habe, also jetzt, diese Standards ist auch durchzulegen. Beim ersten Mal, mir ist es so gegangen, beim ersten Mal klingt ja alles sehr schön. Sehr, sehr blumige Worte, sehr schön. Aber irgendwo hatte ich das Gefühl, da ist etwas nicht stimmig. Und erst dann, im Laufe der Zeit, ist mir wirklich da ist mir wirklich so viel bewusst geworden, was da eigentlich drin steht. Und selbst die Pädagogen haben keine Ahnung. Selbst dass er die Leute, die Experten, die Pädagogen, haben keine Ahnung, was da drin steht. Ja, was ich nicht verstehe, ist, dass ausgerechnet die Gender-Lobby solche Bücher rausbringen darf. Ja, weil die anderen das nicht tun. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden und irgendwas tun. Und da drinnen, die Teens da, die werden jetzt bombardiert, sie dürfen das nicht machen. Also wenn ich lese, was sie sagen über den Teens da, dass sie dürfen da nicht, weil sie eben Enthaltsamkeit propagieren. Ja, also ich habe im Fernsehen gehört vor Jahren schon, die Teens da, die sind gefährlich, weil sie sagen, Homosexualität ist nicht normal. Ja, ja. Also da müssen wir eben die große Mehrheit laut werden und aussprechen, was wir glauben. Ja, wenn du sowas sagst, es gilt als Hate Speech. Heute. Ja. Das ist politisch nicht korrekt. Wenn du sagst, dass Homosexualität nicht normal ist, das gilt als Hate Speech. Ja, ja. Als Hassrede. Aber das, was die über Dienst sagen, ist auch Hass. Genau. Genau. Ja, das ist ein Argument. Ich glaube, wir müssen geschickte Argumente finden. Ja. Weil ich rede dann immer wieder, eigentlich ist weil es ist immer wieder von der Homophobie die Rede. Und dann habe ich mal, glaube ich, irgendwo auch gepostet, habe ich auch gesagt, ja, was ist eigentlich eine Phobie? Was ist eigentlich eine Phobie? Angst. Für was? Angst. Das heißt, die sehen ja, wenn jemand homosexuell ist, der empfindet, ich habe Angst vor ihm. Aber genau genommen ist er, und ich nenne das Heterophobie dann, hat er eine Angstverbindung. Das ist genau so kann man, es ist eine Angstverbindung, eine Angst vor einer Beziehung zum anderen Geschlecht. Ja, das ist
Und das müssen wir auch sehen. Das ist eine Heterophobie. Das heißt, nicht ich bin, ich habe keine Angst, aber im Grunde genommen reflektiert er seine Angst in die anderen hinein, die anderen zum Schulen. Das ist ganz normal, das machen alle, die vorher. Das heißt, im Grunde genommen. Haben, die projizieren zum Beginn. Ja, natürlich, natürlich, ja. Aber also dieses Abschieben der Verantwortung, also das ist das. Ist, das ist also ein es stellt sich da schon die Frage, ich meine, wir können das klar sehen, obwohl wir nicht genug darüber wissen und so, aber bei uns rennst du offene Türen ein, ne? Das ist mit diesem Thema. Ne? Aber die Frage ist, nur Einzelne tun etwas. Ne? Aber die Familienföderation sollte die Familienföderation nicht aktiv sein diese Werte zu vertreten in der Öffentlichkeit, ja, und die Familie zu beschützen? Diese Frage schätze ich. Ne? Ich meine, du kannst ohne Rahmen, ohne einen Verein, ohne einen Rahmen, ohne Rahmenbedingungen sehr schwer Aktivismus machen. Einzelner Aktivismus ist okay, ja? aber das ist sehr, sehr begrenzt, was du machen kannst. Es ist ganz anders, wenn du auftrittst als ein Interessenverein. Ja, sicher. Und ich meine, ich kann das bestätigen. Ne? Ja. Und ich sage das nicht nur hier, ich habe Mike Balcom darüber geschrieben, über diesen Punkt. Und ich rede mit ihm darüber. Ne? Meiner Meinung nach ist die Familienföderation hier sehr, sehr, wie soll man sagen, politisch korrekt. Ja. Tut mir leid, aber wir haben so Angst anzuecken. Aber wenn wir keine Kante zeigen, dann wir werden nicht wahrgenommen in der Gesellschaft. Aber ich glaube auch, wir brauchen selber ein stärkeres Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, ja, weil wir uns, also, und das gilt nicht nur für uns, also ich war vor zwei Wochen bei einer Veranstaltung, die Solede Jan organisiert, also über Migrationspolitik, das war bei Missio. Missio ist, Pater Wallner hat geredet und da hat zum Beispiel dann ein Mann erzählt, also wie sehr der wohnt im 10. Bezirk, also, und wie sehr er, offensichtlich ist seine Frau etwas behindert, wie sehr er von den Muslimen gemobbt wird. Und ich habe dann mit dem Pater Wallner auch geredet, habe gesagt, ich verstehe das nicht. Wir brauchen ein anderes Selbstverständnis. Also wenn ich zurückdenke, ich war ein paar Mal auch bei dem Marsch für die Familie am Stephansdom. Und das Familienbild, das ihm die Katholiken zum Teil also abgeben, ist ein Jammerbild. Wirklich. Weil Väter und Mütter dort stehen, also alte 70, 80-jährige Gebrechliche mit dem, und schon in dieser Opferhaltung. Ich meine, natürlich, wie reagiere ich da? Also, ich meine, ich möchte auch keine solche Familie. Ich habe nicht gesagt, und der hat mir völlig recht gegeben. Sagt er, wir brauchen ein anderes Selbstverständnis. Wir müssen, und ich glaube, das ist jetzt gerade in diesem Jahr also auch mein Anliegen. Wir müssen wirklich, wirklich, wirklich als gesegnete Familien stolz sein, wirklich stolz sein auf die Segnung. Und das wirklich auch noch aufschauen. Ja. Deshalb war auch auf meine Anregung hin, dass man die 40-jährige 40-Jahr-Feier auch eine öffentliche Feier macht. Ja. Und nicht nur ein Schau, wir machen uns Sorgen um unsere zweite Generation, ja, weil die einfach, die sind irgendwie unbeschützt.
Ja? Alle diese Infos lernen Sie in der Schule, im Gymnasium, das wird alles an Sie herangetragen und die Uni ist sowieso. Ja? Ja. Aber wir dürfen nicht zu viel jammern. Der Punkt ist der, wenn wir als Community, als wertige Gemeinschaft, ja, nicht das nach außen vertreten, ja, dann können wir uns nicht sehr darüber beklagen, dass unsere jungen Leute durcheinander sind. Ja. Wir müssen das auch nach außen vertreten, weil es ist sehr begrenzt, was wir zu Hause ihnen mitteilen können. Ja. Aber wenn sie wissen, wir stehen für etwas, ja, wir stehen für gewisse Werte, und das vertreten wir auch in der Gesellschaft, das hat dann eine ganz andere Power. Ja. Das ist nur meine Meinung. Aber wir müssen auch verstehen, wir müssen auch besser lernen zu argumentieren. Weil zum Beispiel all diese Dinge, da steckt so viel, wir nennen oft sehr schnell das und das zwischen Lüge und Unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Aber das noch viel gefährlicher ist ja die Halbwahrheit. Ja. Weil man schon beim Sündenfall, der Luzifer hat die Eva nicht angelogen. Er hat den Leuten verschwiegen, er hat über die halbe Wahrheit gesagt. Und das zu durchschauen, weil wenn die Sexualpädagogik zum Beispiel sagt, und das, was die vermitteln, alles so falsch wäre, alles eine Lüge wäre, ja, dann wäre es eher einfach. Aber es stecken auch sehr, sehr viele wahre Dinge drin. Aber die muss oft aussortieren, also wie das ist extrem. Na, genau das ist der Punkt, denn wenn wir die Wahrheiten, die drinnen sind, leugnen und angreifen, haben wir keine Chance. Genau. Wir haben das mit Vorref gehabt, dieses Problem. Ja. Aber ich bin sehr dankbar, wir haben sehr intellektuelle Leute in Vorref. Und Dr. Aaron Rhodes hat das ganz klar gemacht. Okay? Wir diskriminieren nicht Homosexuelle. Wir diskriminieren die nicht. Aber wir sind dagegen. So, sie sind beschützt unter den Grundrechten, ja. Artikel 18, ja, und so weiter. Ja. Sie sind beschützt unter den Grundrechten, auch die Menschenrechtskonvention sind ihre Grundrechte geschützt, aber sie haben kein Recht, neue Gesetze zu schaffen, ja. Ja, die sie bevorzugen. Ja. Das ist gefährlich, ja, und dagegen sind wir. Weil das ist dann wieder Diskriminierung. Ja, genau. Und ich glaube, wenn wir mal so weit sind, dass wir diesen Punkt klar machen, ja, wir sind nicht gegen Homosexuelle. Die sollen ihre Rechte haben. Ja, aber es heißt nicht, dass sie Privilegien haben, diese ihre bevorzugte Sexualität, sexuelle Neigungen in die Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja. Und als die neue Norm zu präsentieren. Ne? Ja, darum geht es ja. Ne? Das ist ganz normal, Diversität. Das ist, was sie machen. Sie arbeiten mit Menschenrechten, Diskriminierung und so weiter. Und sie nützen das gnadenlos aus. Ja, sie arbeiten total mit der Vermaschung. Mit den Schuldgefühlen der anderen und ja, so weiter. Ja, sie arbeiten typisch mit Opfern. Und ich weiß noch, ob sie sind immer die Opfer. Immer. Ich weiß noch, ob hier jemand Jordan Peterson kennt. Jordan Peterson. Das ist einer der großen Intellektuellen, den viele von unserer zweiten Generation übrigens verehren. Mhm. Weil er drückt das aus, was wir eigentlich in den Prinzipien kennen, aber mit moderner Rhetorik und sehr wissenschaftlich. Jordan Peterson, unbedingt studieren. Er gibt viele Videos. Und der hat jetzt, erst gestern ist es rausgekommen,
Und er hat sich über diese LGBT-Leute aufgeregt. Er hat besonders über die Gender-Operationen, die jetzt stattfinden, ein wahnsinniges Geschäft in Amerika. Einer der Surgeons hat sich damit gebrüstet, dass er über 5000 Gender-Operationen gemacht hat und auch Millionen verdient hat damit. Das Problem, es ist jetzt schon so klar, dass diese, es werden junge Leute, Teenagers und so, werden da hineingeführt, dass die ganz große Probleme haben dann, massive Probleme für ihr Leben lang. Und er hat das angekreidet, er hat gesagt, das sind Kriminelle, die sowas machen. Ja? Das sind Kriminelle, das sind Schlechter. Ja? Und dann wurde er von Twitter gebannt, verbannt. Ja? Das hat gestern stattgefunden. Ja? Er wurde jetzt von Twitter gesperrt. Und jetzt hat er schon ein Video hineingestellt, wo er sich fürchterlich darüber aufregt, dass Twitter so etwas Hate Speech nennt. Ja? Es ist wirklich ein Krieg, es ist ein Kulturkrieg, der stattfindet. Und das hat Vater prophezeit. Vater, ich hab jetzt Hund-Okay gemacht, was Vater über die Medien sagt. Und er sagt an einem Punkt, 2002, gesagt, dass wir jetzt in einen Krieg kommen, einen kulturellen Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen zwei Ideologien. Ne? Und das findet voll statt jetzt, dieser Krieg. Nur müssen wir vom Ukraine-Krieg lernen. Wie organisieren wir uns? Kämpfen wir nur mit Luftgewehren oder ziehen wir mit schweren Waffen auf? Ja, wir müssen vor allem jetzt auch gezielt mit der richtigen. Ja. Also ich merke, dass er speziell zum Thema Freiheit, dass er ein guter Trumpf ist, wenn man, und ich glaube, das ist wichtig, wenn man die Verantwortung hat, wenn man die Verantwortung ins Spiel bringt, ja, dann viel mehr, viel besser können. Ja, und jetzt soll es uns gelingen, klarzumachen, dass die LGBTs nicht das Recht haben, unsere Kinder aufzuklären. Die nehmen das ganz selbstverständlich, weil es zu wenig oder andere gibt. Und das andere, was ich nicht verstehe, ist, wie sich unsere Politiker überschlagen damit. Mit unseren Steuergeldern finanzieren sie Regenbogen, Zebrastreifen, Märchenampeln und sonst noch was. Denn die ziehen doch nicht ihr eigenes Hemd dafür aus. Jeder andere, der Werbung machen will für seine Sache, kriegt den Platz nicht und muss selber dafür bezahlen. Ja, es hat aber, was ich gemerkt habe, wenig Sinn, sich darüber aufzuregen, weil die Regeln sind nachzubekämpfen. Ja. Ich habe zum Beispiel, wenn ich das noch, also wenn das erzählt habe, wir haben die Evangelische Allianz in der Zusammenarbeit mit unserer Arbeitsgruppe da, wir haben eine Diskussion, das habe ich eher ausgeschickt, das über das Thema Sexualpädagogik. Und da war auch der Olaf Kabella dabei. Der ist ja federführend, also für die ganze, also einer der federführenden Leute für die Standards. Also. Und der ist eine durchtriebene Schüler. Der ist wirklich so durchtrieben. Und der hat dann auch in seinem Referat, kann extrem reden, hat davon, ja natürlich ist es
sind wir von, für wer? Ja, ich meine, natürlich, und dann war, ist eben die Frage aufgekommen, ja, was versteht er eigentlich unter Wert? Ja, Diversität ist ein Wert. Ich habe ihm dann geschrieben, so wie man meint.